Klassen A, B, C. Wir sind beim Buchstaben Z angelangt, aber keine Sorge, es wird nach einer Sommerpause oder Ferienpause eine neue Reihe geben. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Zoom, ja, wer kennt dieses Unternehmen nicht seit der Pandemie, seit Corona, ja? Zoom ist ähnlich wie Skype, ja, man kann Online-Meetings machen, kann online kommunizieren, ja, viele Geschäftsreisende nutzen das, unterhalten sich über Zoom, sparen sich so sehr viel Zeit auf der Straße oder im Flugzeug, ja, ganz nützliches Tool natürlich und Zoom, die Aktie ist natürlich in den Himmel geschossen, kommt jetzt wieder von seiner Überbewertung zurück, aber ich denke, langfristig ist es ein ganz interessantes Unternehmen, weil Zoom auch vorhat, seine Geschäftsanteile auszubauen. Zalando, ja, ich vergleiche Zalando so ein bisschen die kleine deutsche Amazon. So hat Amazon ja auch mal angefangen mit Büchern, Zalando mit Kleidung, ja, ist ein tolles Unternehmen, ja, immer mehr junge Leute bestellen über Zalando, können dann teilweise auch kostenfrei ihre Sachen zurückschicken, ja, dieses Online-Shopping gewinnt immer mehr Kunden durch die Pandemie, ja, durch diese Beschränkungen. Ist auch ein ganz interessantes Investment, ja, hat sich sehr gelohnt, die letzten Jahre dort investiert zu sein. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, jetzt bin ich beim letzten Z, Zooplus, ja, alles rund um das Haustier- oder Heimtierbedarf, ja, von Accessoires über Tiernahrung kann man dort alles bestellen für jegliche Haustiere. Ja. Man spart sich den Weg in die kleinen Läden, in die kleinen Zooläden. Aber natürlich, ja, liegt einem vielleicht sowas auch am Herzen, dass solche kleinen Läden natürlich auch überleben. Ja, man kann ja zum Schluss nicht alles nur online gehen, aber es ist eine Alternative. Ja, wenn jetzt gerade kein Zooladen in der Nähe ist oder ich da nicht hinkomme, dass ich online auch für die Haustiere dort was bestellen kann. Ja, nun bin ich am Ende mit meiner Börsenreihe. Ich hoffe, ich konnte dir sehr viele Informationen geben. Ich habe noch so viel mehr Informationen, die ich dir geben kann oder auch geben werde, auch in einer neuen Reihe. Da halte ich dich auf dem Laufenden. Wenn dir meine Videos gefallen, lass mir ein Like da. Abonniere meinen Kanal, schau auf Instagram, dort bin ich auch aktiv, auch auf YouTube habe ich etliche Videos, die kannst du dir anschauen und würde mich natürlich freuen, wenn du in meiner nächsten Reihe auch wieder dabei bist oder regelmäßig vorbeischaust auf meinem Profil, um dir Informationen rund um das Thema Finanzen und Absicherung zu holen. Ja, dann alles Gute, ciao und ich wünsche euch allen ja, einen schönen Restsommer.